zu den bisherigen Statements. Ich möchte jetzt aber noch einmal Herrn Bauer das Wort geben. Und zwar, also aus meiner Außenperspektive, Baden-Württemberg hat den ersten grünen Ministerpräsidenten. Seit Oktober 2012 hat die Landeshauptstadt einen grünen OB. Also das ist bundesweit etwas Besonderes. Jetzt heute beim Frühstück in meiner Pension habe ich die Stuttgarter Nachrichten gelesen und es hat alle meine schlimmen Klischees bestätigt, denn das Titelthema ist Fritz Kuhn weitet die Kehrzone für städtische Reinigungstrupps aus. Zitat von Fritz Kuhn. Ist vielleicht einfach ein Problem in der Stadt. Ja, ja, ja. Das Zitat von Fritz Kuhn ist dann, es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, die Stadt nicht zu verdrecken. Ich weiß, Sie kriegen Pickel, wenn man sofort anfängt, Stuttgart-Kehrwoch. Dieser Artikel heute Morgen, dachte ich aber, ja, ist das so, bringt die grüne Regentschaft die Bürgerinnen dazu, sich jetzt wieder um die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel die Größe der Müllkübel zu kümmern und die große Politik denen zu überlassen, die das zu ihrem Job gemacht haben? Oder ist der Stuttgarter doch ganz anders und ist das keine, bei uns sagt man keine Hamburgensie, ich weiß nicht, ist es kein schwabentypisches Phänomen, so wie es bundesweit gerne mal abgetan wird? Es tut mir leid, ich weiß es nicht genau, was Sie von mir wissen wollen, weil die Müllkübel vom Herrn Kuhn, die interessieren mich nicht weiter. Das ist kein Problem. Ich finde genügend Müll in der Stadt. Genügend Müll und genügend Kübel, um so weit zu tun. Also wenn Sie Ihre Frage zieht vielleicht darauf hin, dass man dem Schwaben oder dem Stuttgart oder was Sie immer damit meinen, da haben jetzt schon mal Unterschiede, irgendwelche Klischees überstülpen wollen. Und die gibt es selbstverständlich so wie jeder. Jedes Land oder jede Nation unter Klischees leidet, und die Schwaben vielleicht ganz besonders, speziell deswegen, weil man immer 50er Jahre Klischees bemüht, also aus einer Zeit, als es Komiker wie Heberle und Fleiderer gab. Ja, und diese Klischees wurden natürlich von Anfang an in der Berichterstattung aufgenommen. Das bedeutet, 2010 fing definitiv jeder zweite Artikel, der außerhalb Stuttgarts geschrieben wurde, an mit dem Satz: Ausgerechnet die biederen Schwaben. Ja. Und da setze ich jetzt mal voraus, dass die Geschichte der Schwaben offenbar vollkommen unbekannt ist, dass die von den Bauernkriegen über die Badische Revolution, über den Widerstand im Dritten Reich bis zu einer gewaltigen bürgerlichen Unterstützung der RAF sie nicht umgesprochen hat. Ja. Was dann hängt. Dann hängen blieb, war die Kehrwoche und dass die Schwaben um 10 Uhr ins Bett gehen. Ja. Und die Dummheit manifestiert sich dort, wenn man sagt, das sind die Schwaben, wer sollen das sein? In Stuttgart ist jeder dritte Ausländer. Darum ging es mir, um die Außenwahrnehmung, einerseits klein machen als Wutbürger, andererseits ausgerechnet die Schwaben-Special, damit das Ganze einzukochen. So, aber hier wurde jetzt vorher nach dieser ersten Runde viel Widerspruch laut. Ich möchte Widerspruch. Ich jetzt erstmal Herrn Buick das Wort geben. Ja, ich finde es ein bisschen drollig, wenn ich höre, dass die Stuttgarter Medienlandschaft aufklärerisch tätig war in Sachen S21. That's news, Frank. That's news to me. Es gibt Aussagen, zum einen, ich habe wirklich die Artikel durchgelesen in Vorbereitung für meine Artikel damals, die von 89 bis 2000 ist. In der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, der Südwestpresse erschienen sind, und das war ziemlich mau. Da gab es eine programmatische Äußerung von einem Chefredakteur, das S21-Projekt ist ein Stutzprojekt. Eine Aussage. Es gibt eine spätere Aussage von einem ausgeschiedenen Chefredakteur, der Stutz, der sagte, wenn die Stuttgarter Zeitung nicht so massiv S21 unterstützt hätte, gäbe es dieses Projekt schon langsam ängstlich. Als die Informanten zu mir kamen mit diesem wirklich brisanten Material, was weiß ich, 121 riesigen Grundwassermanagement, das Nichtfunktionieren, von das mögliche Zusammenbrechen des Verkehrsknotenpunkts hier in Stuttgart, da fragte ich die Informanten, sage jetzt mal, warum kommen Sie eigentlich zu mir nach Hamburg und machen das in Stuttgart?
Da war die Antwort, wir wissen nicht, was mit diesen Informationen passieren würde. Außerdem, wir haben es schon mehrfach versucht. So. Also, das, wenn es nicht die auswärtige Presse gegeben hätte, hätte es wahrscheinlich diesen Widerstand, diese Aufklärung über S21 in diesem Maße garantiert nicht gegeben. Baden-Württemberg hat 14 Folgen. Und dann würde jetzt gerne erst Frau Reit, wenn sie kommt, dann machen wir mal. Dann noch eine andere Anmerkung. Mir ist nicht bekannt, dass der SWR beispielsweise jemals eine aufklärerische Sendung gemacht hat um 20.15 Uhr bis 21 Uhr, die Probleme von S21. Mir ist nicht bekannt, dass der SWR einmal, ja. Mir ist nicht bekannt, dass der SWR-Rundfunk großartige Diskussionssendungen zu diesem Thema gemacht hätte. Google am Schwarzen Donnerstag war kurzfristig eine gewisse Änderung da. Und jetzt noch eine Frage, das geht an Sie, gibt die Antwort auf das, warum das kein Schwein mehr außerhalb von Baden-Württemberg angeblich interessiert, S21. Vielleicht ist es ja ein Medienproblem, dass es kein Mensch mehr interessiert. Man muss einfach mal sehen, was für eine Dimension. Dimension von strukturellem Wahnsinn hier abgeht. Diese ganze Geschichte von S21 ist eine Geschichte von Schummelei, Betrügerei im Parlament und Bürgern. Das ist einmal ein Problem. S21 ist zwei größten Projekte der Bahn in Deutschland. Da geht es um eine Summe, um Bürgergeld, Steuern von mindestens 7 Milliarden allein in Stuttgart. Es geht um x Milliarden für diese Neubaustrecke. Das ist ein Betrag, der um einiges höher liegt als der Berliner Flughafen, der ebenfalls nicht funktioniert. Es sind Summen, um die es hier geht, die unglaublich sind. Es geht hier um eine Mischfinanzierung, die, wie der Staatsrechtler Meyer sagt, nicht gesetzeskonform ist. Er spricht davon schwäbischen Schweinereien, von einem mafiotischen Verhalten. Es sind Staatsrechtler, der solche Worte benutzt, die normalerweise ein Staatsrechtler nicht benutzt. Es gibt einen Ministerpräsidenten hier, der sagte vor seiner Wahl, er wird diese grundgesetzwidrige Mischfinanzierung sofort stoppen nach seiner Wahl. Das sei ein Verfassungsbruch. Kaum an der Macht macht Herr Kretschmann diesen Verfassungsbruch weiter. Da stellt sich noch die Frage, ist Herr Kretschmann wieder am Anfang seiner politischen Karriere? Da war in gewisser Weise, wenn ich jetzt die Worte von Kretschmann nehme, seine eigenen Worte, ist er ja ein Verfassungsfeind, wenn er Verfassungsbruch begeht. Am Anfang seiner politischen Karriere war er ein Verfassungsfeind, weil er in einer kommunistischen Sekte war. Jetzt ist er in seinen eigenen Worten ja wieder ein Verfassungsfeind. Was geht denn hier los? Ist ja keine Lappalie, das ist wirklich, es geht um die Grundfesten der Demokratie hier in Stuttgart. Zu den Stuttgart-Mediengeschichten-Stellung zu nehmen und dann haben Sie länger das Wort. Also ich glaube, der Kardinalsfehler der Berichterstattung insgesamt, damit meine ich auch, ich will bei Gott nichts rechtfertigen, ich weiß, was wir nicht getan haben, ja, war, dass man immer die ganze Politik, die hinter diesem Projekt steckt, im Prinzip weggelassen hat, sondern man hat Bahnpolitik beschrieben. Da haben wir gesagt, die bauen hier ein Verkehrsprojekt, die bauen Tunnel und Schienen. Ja. Wenn man die Sache mal nachliest, ich habe das zum Beispiel gestern noch mal gemacht, es gibt einen Prospekt von hat damals Winfried Gold rausgegeben von 1996, kann man detailliert nachlesen, dass es von Anfang an ausschließlich um Immobilien ging. Ja. Stuttgart im Raum stand, sondern auch Leipzig und München und Frankfurt waren das unfassbare Milliardenwerte, die da zur Diskussion standen. Ich darf mal zitieren, ich habe das übrigens heute auch in der Kolumne erwähnt, als in den 90er Jahren die Stuttgarter nach Cannes fuhren zur größten Immobilienmesse, ja, wurde dort berichtet, und als ich dann ihr Stuttgart 21 Projekt vorstellte, wurde dort berichtet, das habe eine Dimension, als eine Baudimension vom Wiederaufbau von Bayreuth und von der Neugestaltung von Ost-Berlin. Ja, das waren die Summen, die da im Raum standen, also Krieg und Mauerfall.
Darum geht es und nicht nur um 8 oder 16 oder 39. Herr Luig, und es geht ein Teil ans Publikum. Ich wehre mich gegen diesen Rasenmäher. Joe Bauer ist Teil der Stuttgarter Medien. Joe Bauer ist sogar bei den entsetzlichen Stuttgarter Nachrichten. Wie gehen wir mit diesem Phänomen um? Und Baden-Württemberg hat 14 Vollredaktionen und ich glaube nicht, dass Sie analysiert haben, wie sich 14 Vollredaktionen zu dem Projekt verhalten haben. Ich möchte es nicht, damit wir uns richtig verstehen, ich will das nicht schön färben. Aber ich finde, man muss es auch nicht noch schlimmer reden, als es ohnehin schon ist. Ich möchte Sie hier auch nicht auseinandersetzen haben und ich hoffe auch, dass es vom Publikum her das Interesse ist, wie funktioniert so etwas? Darf ich nur einen Satz zu Winfried Kretschmann sagen? Bei dieser Pressekonferenz war ich auch. Das Zitat war schon, das ist falsch, das war ein falsches Versprechen. Das Zitat in der Pressekonferenz ist relativierender rübergekommen, als es jetzt ist. Das war ein Zitat auf seiner Homepage. Ich habe es von seiner Homepage aufgeschrieben. Ich habe es miterlebt. Das war auf der Homepage vom Wahlkampf. Und wir brauchen doch diesen klassischen konservativen Journalismus und gehen hin und nicht nur ins Netz. Und jetzt, was wär denn gewesen, wenn Winfried Kretschmann, kann wieder jeder sich selber prüfen, genauso wie beim Beginn des Projekts 1994, was wäre denn gewesen, wir haben es zuerst schon in der Vorbesprechung davon gehabt, was wäre gewesen, wenn Winfried Kretschmann am Wahlabend hingegangen wäre, das wäre ein mediales, bundesweites Ereignis gewesen und gesagt hätte, wir verzichten auf Grün-Rot und die gestalterische Mehrheit, weil die SPD ist in weiten Teilen, eine große Ausnahme sitzt hier, für einige andere auch, ist in weiten Teilen fürs Projekt und deshalb ist völlig klar, die reine Lehre zeigt mir, es tut mir sehr leid, Herr Mappus muss mit der SPD dieses Land weiterregieren, weil ich kann wegen Stuttgart 21 nicht regieren, weil ich kriege keine Koalition. Ist das eine Alternative? Also es freut mich, dass es offensichtlich keine langweilige Veranstaltung ist, bei der sich alle einig sind und die Menschen auf dem Podium und Dach sagen, was die Menschen im Publikum gefühlt hören möchten. Herr Fitschkau, Herr Luig hat auch an Sie direkte Fragen gerichtet, insbesondere der Punkt, ist das Thema bundespolitisch durch, ist es überhaupt durch? Na, erstmal will ich sagen, dass ja diese Konferenz das Verdienst hat, das Thema Bahn überhaupt in die Öffentlichkeit zu bringen. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Das erreicht mich zum Beispiel, ich bin jetzt kein Verkehrsjournalist oder so, ich habe mal diese Stuttgart 21 Sachen gemacht. Bahnlernen zum Beispiel ist ein großes Thema, was ich weiß, dass die Leute interessiert. Also das wirkt jetzt bei mir so, dass ich mich da, denke ich, demnächst inhaltlich mehr wieder mit auseinandersetzen werde. Jetzt nicht Stuttgart 21, speziell, sondern mit dem Thema 20 Jahre Bahnreform, das finde ich ein spannendes Thema. Und ich finde, gut, ich gehe jetzt nicht auf diese vielen Details ein, ich habe nicht gesagt, dass es nicht interessant ist, nicht wichtig ist, was hier passiert. Viel, viel Geld wird ja möglicherweise ja auch verbraten. Wir denken auch an den Flughafen in Berlin, aber ich habe gesagt, überregional ist alles, was Sie gerade hier so en passant ausgetauscht haben, ist überregional im Moment uninteressant. Wenn der Bahnhof irgendwann mal fertig sein wird mit der gesamten Bahnstrecke, wenn er dann scheitert, Herr Kretschmann irgendwann zurücktritt, Herr Herrmann zurücktritt oder was weiß ich, wenn es zum Beispiel unmöglich ist, wie ich gerade gehört habe, wenn es Probleme mit den Quellen gibt, unter anderem von Stuttgart, was ich weiß, dass für viele von Ihnen ein großes Problem ist, ist auch bei der Schlichtung sehr deutlich geworden, dann werden überregionale Medien wieder darüber berichten. Bis dahin ist das ein regionales Phänomen, wieder ein regionales Phänomen, das lang und breit und ganz ausführlich und so ausführlich wie kein anderes Projekt vorher in den Medien diskutiert wurde, wo es eine Volksabstimmung darüber gegeben hat. Der Souverän hat über dieses Projekt entschieden. Was ich ganz toll fände, wäre, wenn man den Schwung des
was das Gute an Stuttgart 21 und an der Arbeit von vielen hier vor Ort das Gute war, die Sachen in Frage zu stellen. Das aufzugreifen und darüber nachzudenken, wie die Bahn mehr wieder ja, zu unserer Bahn wird. Wenn das bei den Schweizern anders ist, das finde ich ganz bemerkenswert. Und es ist ja auch so in Deutschland, vielleicht hat es was mit dieser Privatisierung, die jahrelang in der Diskussion war und nie richtig umgesetzt worden ist, zu tun. Aber das fände ich ganz toll, wenn man hier sozusagen Impulse bekommen würde, auch von Ihnen dezidiert, wie man die Bahn wieder zu unserer Bahn machen kann. Das fände ich ganz wichtig. Jetzt bei Ihnen aber noch einmal nachtreten. Sie haben in einem Interview gesagt, da ging es um das Vorbild von, also ist Stuttgart 21 ein Vorbild für Bürgerbeteiligung? Und Sie haben gesagt, die Legitimierung durch die Volksabstimmung war fantastisch. Ich weiß nicht so genau, von wann dieses Interview ist. Das war RWE AG, so ein Gespräch. Und diese Volksabstimmung beruht ja auf diesen 4,5 Milliarden Versprechen. Und wo die ja inzwischen Grube bei weitem gesprengt hat, würden Sie diesen Satz heute noch so sagen? Ich kenne den Zusammenhang jetzt nicht, aber dass es eine Volksabstimmung gegeben hat, ja, das war doch toll. Warum? Ja, toll. Bitte? Das passt Ihnen vielleicht nicht, das Ergebnis, das irgendwie nachvollziehen. Es hat eine Volksabstimmung gegeben mit dem bekannten Ergebnis und ich sage jetzt nochmal, der Souverän hat entschieden. Und ich, was ich eigentlich immer noch finde, ja, das, ja, das ist so komplizierte. Aber das zeigt auch in gewisser Weise, das ist ein Problem. Diese Volksabstimmung war ein Mittel im Grunde, diesen Protest gegen S21 zu befrieden. Und außen, bei den Bürgern in Deutschland, bei der Restbevölkerung in Deutschland, kommt es als eine korrekte Volksabstimmung an. Sie sehen das anders, weil Sie vor Ort hochinformiert sind und die draußen sind nicht so informiert über die Details, was sie wollen. Das ist auch die undankbare Rolle von Herrn Fittgau hier auf dem Podium, sich hier ihrem Entsetzen zu stellen. Ich erlebe es aber auch ganz oft, dass außerhalb Stuttgarts oder außerhalb meiner Expertinnenkreise Bahnpolitik Stuttgart 21, das ist ein Langweiler, das ist ein Rohrkrepierer, das ist durch, das also, reißt niemand vom Hocker. Und diese Vorstellung, dass mit der Volksentscheidung alles gerecht ist, auch wenn ich 23 Details weiß, warum es nicht legitim ist. Ich möchte ein paar Worte zu sagen. Als ich anfing, über S21 zu schreiben, vor ein paar Jahren, da hieß es in der Redaktion in Hamburg, wen interessiert denn das, wenn in Stuttgart und Bad Neppen den Bahnhof tiefer legen? Das interessiert doch keine Sau. So war die Stimmung. Das ist genau das Problem. Ja, das war die Stimmung der Redaktion. Und ich habe mich durchgesetzt und konnte anschließend schreiben. Und nach diesen Artikeln war dieses Thema ein nationales Thema. Es hat wirklich dann bundesweit die Bürger interessiert, was in Stuttgart passiert. Aber, dass es jetzt die Bürger nicht mehr so interessiert, ist in meinen Augen auch ein mediales Problem. Man ermüdet, es interessiert tatsächlich nicht mehr so, was in Stuttgart passiert. Und die Dinge sind hochkompliziert. Das heißt jetzt, da war doch diese Volksabstimmung. Aber es wird vergessen, beispielsweise, dass es ja hieß, 4,5 Milliarden sind die Sollbruchsteuer. Das ist gar nicht mehr die Diskussion. Ich habe ein Gespräch mit Herrn Bube gemacht vor ein paar Jahren, da sagte er, 4,5 Milliarden, das ist eine völlig utopische Summe. Es wird nie so hoch sein, außerdem haben wir noch hunderte von Millionen als Puffer. Und als ich damals schrieb, dass dieses Projekt 7 Milliarden mindestens kosten würde, da wurde ich als Cassandra diffamiert, systematisch diffamiert vom Bahn. Und zwei Jahre später haben sie auf Heller und Pfennig diese Summe von 6,8 bestätigen müssen. Die Frage ist aber auch, jetzt sind 6,8 Milliarden im Raum, wie verhalten sich die Grünen zu dieser Summe? Wer bezahlt diese Summe? Und warum es ein nationales Thema ist, S21 sogar sein muss, bei einer funktionierenden Presse, die ist ein... Arno Luik, darf ich mal ganz kurz einmischen als einer der Organisatoren? Ich habe die erste große Bitte an euch, dem Publikum, lasst unser Podium, ich habe sehr gekämpft, dass es dieses Podium gab, diesen Presseturm. Und ich finde, es ist eine historische Gelegenheit, dass wir es so diskutieren. Lasst dieses Podium bitte diskutieren. Das ist meine erste Frage.
Rose, bitte geht an das Podium. Ich wiederhole etwas, was ich gestern und heute schon mehrfach gesagt habe. Dieses Projekt ist kein lokales und kein regionales Projekt. Dieses Projekt hat in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen, am Kölner Knoten. Dieses Projekt hat ganz viele Auswirkungen auf die deutsche Bahnpolitik. Und deswegen wäre es gut, wenn ihr in eurer Regie, ich gehe sofort wieder rein, Herr Fittkau, ich habe mit Ihnen ja ein bisschen vorweg, ich will nur erreichen, dass wir gemeinsam aus beiden Perspektiven, und es war historisch, dass Phoenix das gemacht hat, das ist wahnsinnig wichtig, es ist noch nie so viel und so gut über Bahnpolitik diskutiert worden, und wir haben alle Sehnsucht danach, dass das nochmal passiert. Das passiert aber nur, wenn wir ernsthaft den hier versammelten Journalisten die Chance geben, das in Ruhe zu diskutieren. Hoffen, dass Sie damit den Appell für mehr Respekt für unsere Gäste bestärkt haben. Und ich würde auch noch mal sagen, ein sehr großes Problem ist, dass über das Projekt nicht mehr miteinander geredet wird, dass Gegner sich nicht mehr der Diskussion stellen. Und das heißt, wenn hier jemand ist, dessen Meinung nicht auf Zustimmung trifft, sollte der den Mut haben, sollte es weiter möglich sein, für ihn es zu vertreten. Also ich hatte bisher keine Probleme. Ich lade Sie ein in unseren Freundeskreis, da wird noch ganz viel über das Projekt diskutiert. Also das ist eine falsche Einschätzung. Es wird in Stuttgart an vielen Familien und Esstischen und in vielen Zirkeln über das Projekt diskutiert. Die Presse. So, ich mache jetzt nochmal den Versuch. Ja. Warum spricht man ausschließlich über ein Bahnprojekt? In der FAZ habe ich vor ein paar Tagen oder vielleicht vor einer Woche gelesen, in Stuttgart gibt es eine Anti-Bahnhofsbewegung. Ich bin doch nicht gegen Bahnhöfe, ja, sondern es geht doch darum, wie geht man mit einer Stadt mittlerweile um? Ja? Wie geht man mit historischen Substanzen und wie geht man mit Ressourcen um? Ja, jetzt kommen wir mal auf den Punkt. Es kriegt doch niemand oder bohrt niemand 60 Kilometer Tunnel, damit jemand schneller mit dem Zug fahren kann. Ja? Sondern das macht man damit Boden frei wird, damit man Immobilien bauen kann, damit man Milliardengewinne einfahren kann. Es ist doch kein Zufall, wenn in dieser Zeit 25.000 Wohnungen, die der LBBW gehören, zufälligerweise an die Patrizia eine Heuschrecke verkauft werden. Es ist doch kein Zufall. Wenn gleichzeitig zwei riesige Einkaufszentren entstehen, im sogenannten Gerberviertel, was schon eine historische Lüge ist, ist gar nicht im Gerberviertel, das heißt nur so, ja, und hinterm Bahnhof, so. Und ist es dann auch noch ein Zufall, wenn ich gleichzeitig im Spiegel lese und in der ARD 20.15 Uhr sehe, dass es keine einzige Baustelle mehr ohne Mafia in Deutschland gibt, ja? Mittlerweile enorm ist, dass es keine einzige Großbaustelle mehr ohne Schwarzarbeiter der Mafia gibt. Diese Zusammenhänge kann man doch nicht mal übersehen und sagen, ich muss darüber diskutieren, ob ich mit 8 Gleisen besser zurechtkomme als mit 40 oder 35. Ja. Ja. Man politisiert das Ding wieder und kriegt mehr Öffentlichkeit und auch Chancen der Durchsetzung, indem man diese Frage, wem gehört die Stadt, in den Vordergrund drängt und es eben weg davon bringt, es geht um Details der Fahrplangestaltung. S21 ist natürlich ein nationales politisches Problem. S21 ist natürlich ein nationales Problem, ein politisches Problem. S21, das ist doch jedem klar, auch in Berlin, kanalisiert systematisch die Ressourcen der Bahn. Es fehlen überall Gelder, die Bahn hat kein Geld, um ihre Brücken zu renovieren, die Bahn hat kein Geld, um irgendwas zu machen. Und Milliarden werden in diesem Bahnhof auch gebuddelt, der wirklich struktureller Unsinn ist. Und mehr noch, es ist ein politisches Problem. Ein Stuttgart 21 soll durchexerziert werden. Was kann man der Bevölkerung zumuten? Weniger Service, damit ein paar mehr Geld machen können. Es ist natürlich ein Immobilienprojekt. Es ist natürlich nur im Zusammenhang mit der Bahnreform zu sehen. Es ist doch allen klar, diese ganze Bahnprivatisierung, da geht es um Folgendes. Die Bahn ist der größte Grundstückseigentümer in Deutschland.
Die Bahn hat die wertvollsten Besitze in Deutschland. In Hamburg wird der ehemalige Güterbahnhof von Altona soll privatisiert werden. Da sollen Gebäude drauf. Man müsste auch mal rechtlich die Frage stellen, dieses ganze Gelände, das der Bahn zur Verfügung gestellt wurde vor 100 Jahren, das hat die Stadt der Bahn geschenkt. Aber die Bahn hat es an die Stadt für 500 Millionen wieder verkauft. Sie macht damit, die Bahn macht Geld mit etwas, was sie geschenkt bekommen hat. Der Bürgermeister von Hamburg, der Ex-Bürgermeister von Hamburg, hat darüber nachgedacht, das Gelände von Hamburg, glaube ich, der Hannover Bahnhof in Hamburg, der wurde auch verkauft. Forscherraum. Der wurde auch verkauft. Im Forscherraum stellt die Frage, müssten wir das rechtlich klären, ob die Bahn überhaupt Gelände verkaufen darf, das ihr geschenkt wurde. Das sind ganz prinzipielle demokratische Fragen, die diskutiert werden müssen. Und natürlich ist das Ganze nur zu sehen, Stuttgart 21, im Zuge von dieser, ich nenne es jetzt mal polemisch, neoliberalen Gehirnwäsche, die über dieses Land hinweggefegt wurde. Und das ganz deutlich sagt das sehe ich, Leo Bauer, es geht hier überhaupt nicht um ein Bahnprojekt. Deswegen so ehrenwert es ist, wenn man sich mit all diesen inhärenten Problemen beschäftigt, von der S21, von Neigung bis das, was mir gerade noch einfällt, was übrigens ein ganz witziges Amüsement ist, Aperçu ist. In Stuttgart 21, einen tief geplanten Tiefbahnhof, da können Züge nicht wenden. Das hat zur Folge, dass Stuttgart, der Stuttgarter Hauptbahnhof vor dem bahninternen Jargon gar nicht mehr als Bahnhof bezeichnet, sondern als Station. Das ist ein Erlebnis der Geschichte, dass eine Landeshauptstadt von 600.000 Einwohnern eine Bahnstation hat, die am Stecken. Das ist doch allen klar. Und hier, denke ich, ist das den meisten klar, weil sie hierher gekommen sind, weil sie sich sehr viel mit, oder weil sie sich für Bahnpolitik interessieren, weil sie sich sicherlich auch mit der Bahnprivatisierung und dem Vergolden von Bahnimmobilien und so weiter befasst haben. Also ich gehöre zur Bahn für alle, ich trage so Eulen nach Athen so. Jetzt haben Sie aber wunderbarerweise ja Altona angesprochen, da kenne ich mich ja auch aus. Und Sie sagen, das ist allen klar, in Hamburg ist der Diskurs überhaupt nicht so, dass das Gelände eigentlich, also Foschrau hat das zwar mal gesagt, Foschrau ist aber auch schon lange aus der aktiven Politik draußen, der Diskurs, was Andi Grote, mit dem habe ich letztens gesprochen, und da ist überhaupt nicht die Haltung, dass dieses Bahngelände in irgendeiner Weise der Stadt gehört, sondern es geht immer nur darum, wann die Bahn sich denn mal zu einer Entscheidung durchringt, ob sie dieses Gelände der Stadt verkaufen will oder nicht. Also es ist überhaupt nicht allen klar. Ja, und da sprechen Sie was Prinzipielles an. Das ist meiner Meinung nach ein Versagen der Presse als Wächterfunktion. In Hamburg gibt es eine Medienpresse, Springer, die nur ein hat. Es sind eine winzig kleine Taz mit ein paar hundert verkauften Exemplaren. Das ist eine Frage von Aufklärung, Information. Das ist auch eine Frage, hat jemand Interesse darüber zu berichten? So, die Themen sind ja extrem komplex. Herr Ludwig, wer ist denn die Presse? Presse, Journalisten, die Presse meine ich jetzt in Hamburg ganz konkret, Norddeutscher Rundfunk, Hamburger Abendblatt, die Presse vor Ort, das sind die beherrschenden Medienunternehmen, die wichtig sind für die Meinungsbildung. Der Stern ist in auch in Hamburg. Ja, aber Stern ist ja primär so allgemein überregional, ist nicht so für Hamburg zuständig. Aber ich meine jetzt in der Presse allgemein, das ist, da finde ich die Kritik auch an mich, es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, komplexe Themen zu transportieren. Außerdem glaube ich, das ist jetzt eine These, über die ich noch nicht genügend nachgedacht habe, ich glaube, es gibt ein paar große nationale Themen, wo es ganz merkwürdigerweise ganz plötzlich einen Grundkonsens in der Gesellschaft, in der Medienwelt oder bei den Politikern, bei Wirtschaftsleuten gibt. Die wichtigen Themen wären, sagen wir mal Agenda 2010, sagen wir Kriegseinsätze. Bei den Kriegseinsätzen sind die Medien primär dafür, die Bevölkerung ist dagegen. Bei Agenda 2010 war es ähnlich. Medien sind primär dafür für Agenda 2010. Die Bürger sind eher dagegen. In Umfragen waren es immer 70% dagegen.
bei Kriegseinsätzen ähnlich. Da gibt es eine gewisse Entwicklung, eine mediale Entwicklung, dass bei manchen Themen Presse, Medien anders berichten, eher staatskonform berichten. Ich sage das ganz vorsichtig, weil ich das noch nicht genau durchgedacht habe. Aber mir fällt es auf, ich bin seit 35 Jahren im Medienbereich tätig, mir fällt es auf, dass es bestimmte Themen gibt, wo die Wächterfunktion der Presse ausfällt. Das ist vor allem bei Großprojekten der Fall, leider Gottes. Es ist bei sehr vielen Großprojekten der Fall, und da kommt viel psychologisch spielt dann keine Rolle. In Stuttgart oder auch in Berlin war das so, man ist berauscht davon. Ja. Gründung einer neuen Stadt hieß es damals, in der Stuttgarter Zeitung ist alles. Da war man wirklich berauscht von der Größe, das auch mit ganz vielen Machen das Gefühl, wir können Spuren hinterlegen, die keiner verwischt. Und das führt dazu, dass man Dinge macht, ganz großartige Dinge, Germania in Stuttgart hier quasi. Ich jetzt, Frau Weidhofer, machen Sie Ihren Einwand nochmal, ich bin selber nicht... Ich kann mich überhaupt nicht damit einverstanden erklären, dass der Süddeutschen Zeitung und von der Frankfurter Rundschau, um nur zwei Beispiele zu nennen, von der Taz ganz zu schweigen, hier eine pauschale, affirmative Haltung zur Agenda 21 unterstellt wird. Das ist ein Schwachsinn, das geht gar nicht. Das muss man doch differenzieren. Ich habe zuerst schon gesagt, es ist doch eh schon alles schlimm genug. Man muss es doch nicht immer noch in ärgeren Farben malen. Wer übertreibt, sagt mein Mann, wenn wir streiten, hat schlechte Argumente. Also, ich denke, das Beste, was passiert... Ja, also Herr Luik hat ja eben also, zugegeben, dass er während des Sprechens gedacht hat. Nein, was soll ich dazu sagen? Das gibt immer so eine Meinung. Aber es gibt auch eine gewisse Empirie. Und glauben Sie mir, ich hocke in Redaktionskonferenzen, ich war Chefredakteur der Taz, ich war Chefredakteur der Abendzeitung, ich weiß, wie es dazu geht, ich weiß, wie Weichen gestellt werden. Ich weiß, was für Interessen hinter bestimmten Entscheidungen stehen. Und gucken Sie nochmal an, wem gehören die SZ? Wem gehören die SZ? Wem gehören zu 80% der Südwestmedienordnung? Wem gehört die Südwestmedienordnung? Wem gehört das? Schauen Sie doch mal die Besitzverhältnisse an. Und klar ist, es gibt eigentlich überhaupt menschliche Nachrichten. Aber es gibt auch mich beim Stern, man hält sich ja bestimmte Leute für eben solche Aussagen, wie sie tätigen. Es gibt auch immer Hofnamen, die man sich kennt. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen die kritischen Journalisten und Journalistinnen bekommen jetzt den Hofnamen statt. Nein, das geht doch gar nicht. So, ich sage nur, es gibt einen Trend und es gibt einen vorherrschenden Trend. Und ich sage nur, dass ich bin wirklich ein Medienpolitiker seit 35 Jahren, ich beobachte die Medienlandschaft sehr genau und ich kriege das auch mit, wie bestimmte Themen hochgeschrieben werden, wie bestimmte Themen verhindert werden. Es ist nicht einfach so, dass Themen in das Blatt reinfallen, bestimmte Themen fallen besser rein. Und außerdem gibt es im Augenblick noch einen Trend. Es ist ganz einfach, es gibt einen Trend zur Personalisierung. Es ist ganz einfach, einen Artikel über Medien zu machen, über eine Gruppe, aber über die strukturellen Probleme einen Artikel zu machen. Das ist viel komplizierter. Und es gibt einen ganz verheerenden Trend in den Medien, das muss man sich einfach anschauen, der Personalisierung, was gleichzeitig eine Entpolitisierung von Problemen ist. Ich möchte einmal Herrn Fittbau das Wort geben und möchte auch Sie bitten, ihm das Wort zu lassen, zu den Thesen, die Herr Luik eben zu diesen Themenkonjunkturen, womit wir ja auch bei Ihnen angefangen haben, aufgestellt hat. Wie läuft das auf der Redaktionskonferenz? Wie funktioniert das mit dieser Themenkonjunktur, wo Herr Luik sich eben auch aus dem Fenster lehnte? Wie Themen hochkommen, runtergehen, Personalisierung? Ja, auf jeden Fall wird es immer schneller, das stimmt schon. Das ist ein Mechanismus, den ich sehr stark beobachten konnte beim rund um den Rücktritt vom Bundespräsidenten Wulff. Das war unglaublich, wie sich diese Dynamik entwickelt hat. Das ist sicher so, es ist gleichzeitig so, Personalisierung stimmt auch. Allerdings, das, was bei Ihnen anklang, das ist eine, sozusagen, ich sage jetzt mal,
so eine Gleichschaltung der Medien gibt, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, denn es gibt ja eine Gleichzeitigkeit der Entwicklung, die finde ich ausgesprochen spannend. Und wieder auf Stunde. Herr Renzo, der Chef der Zeit, spricht von dem Ordensjournalismus. Lassen Sie bitte jetzt, Herr Renzo. Wovon spricht er? Ordensjournalismus. Im Zusammenhang mit dem Fall Wulff. Gleichzeitig gibt es ja auch auf der anderen Seite, also ich würde sagen, ja, es gibt diesen Trend. Da, es ist auch sehr schwer, dagegen zu steuern, zu sagen, Moment mal, wir halten jetzt mal inne und stellen jetzt erstmal die Frage, wie relevant ist das, muss man auf jedes Aufspringen, auf jedes Thema in der Form, wie aufgesprungen wird, aber es ist nicht gesteuert, nicht zentralisiert und so weiter. Die Süddeutsche Zeitung arbeitet ganz anders als andere Leitmedien, wie zum Beispiel Leitzeitungen wie die FAZ und so weiter, das kann man nicht sagen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es Gott sei Dank gibt es ja eine aufgeklärte Öffentlichkeit wie nie zuvor. Es gibt Zugang zu Informationen wie nie zuvor. Stuttgart 20 war das beste Thema und ich finde, das auch ist ein gutes Korrektiv, auch für Politik, auch für Journalismus. Es ist ja so, dass zum Beispiel, wenn man eine Diskussion in Bayern sich anschaut, jetzt um die Stromtrassenführung und welche Folgen Ministerpräsident Seehofer dort schlägt, was Trassenführung angeht. Gerade ist er noch dafür gewesen, Stromtrassen durch Bayern zu ziehen. Und gefühlte 5 Sekunden später wird alles in Frage gestellt. Das hat ja ganz viel damit zu tun, dass der Bürger, der davon betroffen ist, in dem Fall von den Stromtrassen in Bayern, sich nichts mehr gefallen lässt, sofort in der Lage ist, Informationen zu bekommen über Notwendigkeit, über Engineering und so weiter, bis hin zu, ja, zu den rechtlichen Möglichkeiten, die man hat, sich dagegen zu wehren. Ich finde, das ist einfach, bei all dem, was vielleicht richtig ist, was Sie beschreiben, ist einfach eine unglaublich positive Entwicklung, die muss man immer zusammen sehen.